gerade seine Seuche durchleben. Von dem, der da war und der da ist und der da sein wird. In aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Leute, das war's, was ich uns mitgebracht habe für diesen Zitate-Vortrag als Predigtext. Es gilt im Alten Testament, im ersten Buch Mose, im 18. Kapitel, wir wollen hören auf die Verse 1 bis 11. Da heißt es, und der Herr erschien im Heiligen Mamre, während Abraham an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob, sah, dass standen und zwei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen, von der Tür seines Zeltes und bleibt, wo es sich verkehrte, und sprach: Herr, ich habe dich gerade gefunden vor deinen Augen, so wie ich an deinem Knecht vorgekommen. Man soll euch aber ein wenig Wasser bringen, um eure Füße zu waschen, und lasst euch wieder unter den Baum. Ich will euch an ein bisschen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet. Danach mögt ihr weiterziehen. Und darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, so wie du gesagt hast. Abraham eilte das Feld zu Sarai und sprach: Und die Menge dreimal aus dem Heiligen Brief knete und backte Kuchen. Er aber ging zu den Rindern und holte ein zartes, rotes Kalb und gab dem Knechten, der eilte und bereitete es. Und er trug Butter und die Milch auf von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihm vor und ging vor ihm unter den Baum. Da sprachen sie zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich bin wieder zugekommen über das Jahr. Siehe, da soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah mit der Stimme während des Todes Zeltes. Diese waren beide Abraham und Sarah einig und unbeteiligt, sodass es Sarah nicht mehr ging. Nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun bin ich alt, soll ich noch den Liebes bringen, und mein Herr ist auch alt. Da sprach der erste Abraham: Warum lachte Sarah und sprich? Weißt du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, ich noch alt bin? Sollte dem Herrn etwas Unmögliches sein? Ich bin wieder zugekommen über das Jahr. Dann soll es da sein, dass wir dann haben. Amen. Für mein Bitte. Wir haben heute wollen wir Dank sagen für diese Verse aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, die uns heute Morgen stellen zu tun haben. Wir wollen die Offenbarung und der Abgeben, die in diesem Text stecken. Wir wollen schauen, was dieser Text uns zu sagen hat für unser Leben. Wir wollen das annehmen. Danach ausrichten, was du uns gesagt hast. Dass wir das aber erkennen können, dass wir es eben ganz verstehen können, was du uns offenbaren hast. Dazu brauchen wir deinen guten Geist jetzt für diese Predigt. Und darum wollen wir gerade miteinander bitten. Segne uns miteinander, das Leben und das Leben und dann das Heiligen und der Gegenwart des Allen und Allen. Amen. Liebe Gemeinde, das ist ein ganz Also, das Text, da könnte ich eine Predigt gerade drüber halten. Ich werde demnächst nochmal, das wird mir schon angucken, darüber predigen. Über die Ehrerbietung und die Art, warum wir den Herrn entgegenbringen. Ich glaube, es ist was zu dem Beweis, war nur ein kleines bisschen, ich kriege ein bisschen was, und dann alles aufhört, was es gibt, um den Herrn die Ehre zu geben. Weil es der Herr vielleicht im falschen Fall nicht, dass ich mich mal hingesetzt habe. Ich weiß, das ist großartig, mir da hinfällt nicht. Also, man kann es tolle Zeit. Also, diese Ehrerbietung Abrahams, aber darum soll es heute nicht gehen. In dieser Predigt, heute wollen wir nicht über Abraham nachdenken, zumindest nicht direkt, sondern über Gott. Über Gott ganz gut. Wie sich Gott uns offenbart. Hier in diesem Text. Ich habe die Predigt überschrieben, drei wunderbare, drei wundervolle Offenbarungen Gottes. Drei wundervolle Offenbarungen Gottes. Ich möchte als erstes predigen über die Dreieinigkeit Gottes, wie uns hier offenbart wird. Zweitens predigen über die Allmächtigkeit Gottes, die uns hier
Also wenn irgendwann dieser böse kommen soll, das kann man gewöhnlich würden, dass sie zum Beispiel homosexuellen Frauen müssten, das ist der Tag, wo es so fast bin, dann mache ich da nicht mehr weiter. Das ist die Grenze, die ich nicht überschreite. Und erst recht, glaube ich mir eins, möchte ich nicht verkündigen, wovon ich nicht hundertprozentig überzeugt bin, dass es in der Bibel steht. Aber das steht in der Bibel, die Landeskirche tut es mir recht, dass sie darauf ganz gut reagieren, dass irgendwann ein Problem kriegt, den darf ich verkündigen. Es steht so in der Bibel, es wird uns so gezeigt, dass der Mann eigentlich den Gott haben will. Hier an dieser Stelle, wenn man das wirklich so hier schau hinlegt, der Mann kommt und offenbar hat sich eine Person, aber nicht nur hier. Ich glaube, es ist der Bibel, sondern bei einiger Bezeugung. Da steht es nicht in einem Kapitel, wo der steht jetzt, du wirst das Predigt, was alles erklärt wird. Das gibt es aber auch nicht das Thema Abendmahl, das gibt es auch nicht das Thema Taufe eigentlich. Das gibt es für keinen dogmatischen Topos. Sondern da muss man die Bibel als Ganzes nehmen. Das dürfen Sie mir glauben, wirklich. Die Bibel bezeugt Gott als der Einige, schon bei der Schöpfung. Das sagt Gott, lasst uns Menschen machen. Lasst uns Menschen machen. Lasst uns bitte. Also, dem spricht der Gott da. Das sind die Elektrikare, das Bestehen. Oder, wie das eben gewesen bei Jesaja 3, diese trinitarische Bezeugung, nicht heilig, heilig, heilig ist der Herz gekommen. Dreimal heilig. Das ist in der Offenbarung aufgemacht. Wir beschreiben heilig, heilig, heilig. Oder die Taufe, aus der wir getauft sind. Taufe ist ja aus dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das sagt Jesus Christus, der alles aufgetaucht hat. Wie Gott es gibt, gibt es halt in den Taufe schreibt. Glauben Sie mir, wenn der Heilige Geist in Jesus nicht auf einer Ebene wäre, wie der Vater, dann würde der Sohn nicht taufen, wenn er Jesus das nicht aber nicht nur in den verschiedenen trinitarischen Bezeugungen, da könnte ich mir jetzt noch eine ganze Liste aufzählen. Wichtig ist vor allem, dass die Bibel klar sagt, aber Jesus ist wahrer Gott. Jesus ist wahrer Gott. Johannes 10 heißt es, ich und der Vater sind eins. Das ist nicht sein. Oder, Johannes 14, für mich ist es nicht den Vater. Und trotzdem heißt es erst und acht, wir haben nur einen Gott, den Vater, durch alle Dinge zu ihm. Und alle Herren Jesus Christus ist die Eigentümer. Ja, was haben wir einen Vater da bekommen? Das geht eben nur, wenn wir das eben buchen, diese drei Einigkeit, die Gottheit Jesu Christi. Und genauso ist die Gottheit des Heiligen Geistes in der Bibel immer wieder bezeugt. Also, wenn Jesus wahrer Gott ist, was könnten alle kommen mit, das ist meistens nicht das Problem. Aber die Gottheit des Heiligen Geistes, das ist in der evangelikalen Gemeinde manchmal ein Problem, in der evangelikalen Gemeinde. Dann sage ich immer wieder dritt mal eins. Wie ist denn Jesus, der wahre Gott, ist in diese Welt gekommen? Da heißt es, dass er eben die Maria, den Geist Gottes, den Heiligen Geist erfahren wird. Er legt die Himmel vor mir. Ich glaube, der kommt schon so früh am Tag. Das sagt es nicht ursächlich, nicht, dass er das Frau Maria erfahren wird. Das ist schon der Heilige Geist. Das heißt, Jesus selber ist mit dem Heiligen Geist in diese Welt gekommen. Schon bei der Schöpfung ist der Heilige Geist dabei. Ich gehe erst in die erste Pfingsten, aber jetzt auch auf Rüstung gefeiert. Manche Gerüchte kriegen wir so nicht. Also, Heilige Geist ist erst in die Pfingsten gekommen, eigentlich. 1. Mose 1 und 1. 2, 13 in der Bibel heißt es, der Geist Gottes lebte auf dem Wasser. Und Jesus wird immer sagen, also, wenn er was predigt, gegen mich, also gegen den Menschen so, das wird nicht vergeben. Denn wenn er aber die Sünde gegen den Heiligen Geist tut, wenn er redet gegen den Heiligen Geist, das wird nicht vergeben, nicht in dieser, nicht in der Zukunft. Da ist der Pastor, es wird ja ungeordnet, Jesus geht über den Heiligen Geist verwandt, aber die besteht nicht. Sondern es ist eine Gleichheit, nicht? Eine Gleichheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, alles ist wahrer Gott, und wir bekennen das auch. Jeden Sonntag Glaubens bekennt. Ich glaube an Gott, den Sonntag. Erster Titel des Glaubens bekennt es. An Gott, den Heiligen Gott, Jesus Christus, und an Gott, den Heiligen Geist. Und nicht nur aus Kolleg und was wir sprechen, sondern auch in anderen beiden altkirchlichen Bekenntnissen, in den Zähnen und auf der Nase. Ich sehe das aber auch, was wir letzte Woche gefragt haben, am 5. Mai, im dritten Artikel. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Heilige ist, der kann nicht machen, der aus dem Vater dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater dem Sohn angeblich und verheiligt wird. Oder was Nase heißt es. Dies aber ist der rechte christliche Glaube, dass wir einen Gott in zwei Personen und drei Personen in einer Gottheit hier. Und nicht die Personen ineinander, wenn wir noch das göttliche Wesen verändern. Eine andere Person ist der Vater, eine andere der Sohn, eine andere der Heilige Geist. Aber alle sind zusammen der wahre Gott. Im Heidelberger Katechismus heißt es nicht, was glaubst du vom Heiligen Geist? Da heißt es, der Heilige Geist ist mit dem Vater und dem Sohn der eine wirkliche liebe Gott. Und glauben Sie nicht, ich könnte jetzt hier weitermachen, ich könnte jetzt hier zitieren aus dem lutherischen Bekenntnis, und so weiter nicht. Ich könnte ihn jetzt hier nicht wieder aufsehen, ganz wirklich, und das ist nur das Bekenntnis. Und du hast es nicht, oh Heiliger Geist, oh Heiliger Gott. Ich könnte ihn
dann erzählt man zum Beispiel Wuchten wie den Heiligen Geist eigentlich, wo immer wieder die Gottheit bezeugt wird. Und sagt, oh, das macht Gott viele Art eigentlich, nicht dass sie wichtiger werden, dass sie gegenüber als Bibel beleidigt, aber sie bezeugen die Richtigkeit, die Wahrheit der biblischen Offenbarung. Und das wird uns auch in diesem Text mitgeben. Wir haben einen Heiligen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es sind zwei unterschiedliche Personen, aber eine Gottheit eigentlich. Wir sagen, das ist etwas, was du hast. Ich habe das so häufig schon gehört, aber verstehe ich gut, dass ich Halleluja, dass ich mir ganz weit in den Glauben bekomme. Das können wir nicht begreifen, dann kommen wir gleich im letzten Punkt zurück auf die Unbegreiflichkeit Gottes. Wir können Gott nicht begreifen. Wir können ihn nicht verstehen. Die Heilige Gott, die Menschen in Gott, können wir nicht verstehen. Auch wenn wir nicht uns offenbaren, das, was unser Kreis sagt, steht und sprengt, und das kriegen wir zwei Dimensionen nicht unter die Füße, was das heißt, drei und anders nicht. Da kommen wir, wie gesagt, in den Kammern zu, aber wir wollen das als Offenbarung so erleben, wie es uns hier bestimmt und gegeben ist. Wir haben einen Heiligen Geist. Und lasst euch nicht irre machen, wenn da Leute kommen. Und kommen immer wieder, die sind vom Teufel in ihre Lehre, wenn sie anderes bezeugen. Das ist unter Leuten, die meinen es ganz gut. Angefangen bei den Zeugen Jehovas, die Gottheit Jesu gewollt sind, die Gottheit des Heiligen Geistes deuten halt nicht. Bei den Kanadiern, die nicht kommen, bis hin zu den Erstfestern in der alten Kirche an Arius und Anton und Arius. Das ist immer wieder so, dass die Gottheit Jesu und des Heiligen Geistes in Frage gestellt wird. Und wenn wir das in Frage stellen lassen, dann werden wir alle folgen. Weil der Gott, den wir dann anbieten, das ist irgendwie ein Luftgebilde, das ist irgendwie Götz, aber das ist nicht der Gott, den die Bibel bezeugt. Das ist nicht der Gott. Wir sind auch von dieser Geschwindigkeit nicht so ganz klar bezeugt und nicht. Das ist die erste Offenbarung, die wir aus dem wunderbaren Text mitnehmen dürfen. Die Einigkeit und die Einigkeit. Das zweite, was uns hier offenbart wird, an Abraham und Sarah, ist eine mächtige Gottheit. Alle Menschen sind ja Gott. Und jetzt in den Tagen 13 und 14 noch einmal, da sprach der Geist von Abraham, er umklappt Sarah und spricht, meinst du, das ist wahr sein, dass ich noch gebären werde, weil ich doch meine sollte der Gnade etwas unmöglich sein. Und wenn wir jetzt ein bisschen denken, dann heißt es damals ein bisschen Glaubensbücher, der da haben. Da haben wir zum Beispiel ganz stark. Ein Kapitel vorher, Kapitel 17, spricht der Abraham schon einmal von einem gewissen Sohn, aber ein gewisses Kindes, die den Namen von haben. Man fällt auf die Erde, dann heißt es auch knapp, auch hier weiß ich nicht, in sich drin. Das geht dann so, weil sie hoffentlich nicht in diesem Mal ganz nach nicht gemacht, wenn er nachgezogen hat. Und wir müssen auch da gucken. Das ist auch gut. Abraham ist 100 Jahre alt, Sarah 19. Und dann gibt es natürlich nichts mit 100 ersten leichten Glaubenszeugnissen. Das muss man mit dem Urologen unterhalten, aber der wird auch sagen, das ist schon ganz schön. Aber eine Frau mit 19 ausgeschlossen. Und sie selber sagt das, was das Kind, das in der Bibel sagt, dann kannst du auch mal sagen, soll es denn nur nach der Liebe des Weißen noch einmal gehen? Also ich bin überspringt das ganz völlig an. Gibt's nicht. Menschlich unmöglich. Unmöglich. Aber dieses Wort ist bei Gott unmöglich. Also in Kapitel 4, Kapitel 17, empfehle ich die Kurzen aus. Also wenn ich es erlesen habe, Kapitel 17, Absatz 1, das kommt doch gar nicht nach. Kapitel 17, ganz wichtig ist, dass ich das Bundesschluss, übrigens auch bei der Bundesschluss mit der drei Bundesschlüsse im Alten Bund, richtig, nur und Abraham und jetzt wieder die Bund, ich habe gerade wieder trinitarisch bezeugt und ich kann es nicht in den Menschen offenbaren. Aber Noah und Abraham und sind ja die Bund, dabei Abraham und der geschlossen wird, wenn die Bund ja. Also wenn sie dann treffen, verstehen Gott nicht. Und Abraham vor, er sagte, ich bin, ich weiß nicht mehr, Mensch, der Mensch bei da. Ich bin der Mensch bei da. Das ist der Gottes Name, der heißt nicht Name, der ist Gott, ich bin da. Ich bin Gott. Ich bin Gott, der ein Mensch ist. So stellt Gott sich vor. Ich bin Gott, der ein Mensch ist, der Endlichkeit der Welt. Und als Allmächtiger spielt es überhaupt keine Rolle, ob diese Frau 19, 39 oder 90 ist. Wenn Endlichkeit der Allmächtige entscheidet, diese Frau bekommt ein Kind. Das ist ein riesiges Volk, was ich dann sage. Gott wählt sich gerade diese uralte Frau aus, diese 90-Jährige, damit er sie in ihrer Allmacht bezeuge.
2.500 Jahre später verstehen sie allmächtig von uns, dass es kein Problem ist, einer 90-jährigen Gemeinschaft zu sein. Und darum, dass wir auch in Berlin das Glaubensbekenntnis gesprochen haben, ich hoffe, Sie haben es mit Gründen und Hassen gesprochen. Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, so geht's los. Den Allmächtigen, nicht umsonst, wie Sie sind, offenbar auch Gottes ganze Beginn des Buches, die Menschen offenbar als Allmächtiger, da kommt viele Offenbarungen nach, das ist die endgültige Offenbarung, das soll man mit erster Offenbarung als der Allmächtige ist, was ganz wichtig ist. Wir haben einen allmächtigen Gott. Das heißt, ich gebe immer wieder auf die Geschichte, die wir aus der Offenbarung gehört haben, nicht heilig, heilig ist doch der Herr, der Allmächtige, der da war, der ist und immer kommt. Was man sich Gott auch nur der Allmächtige genannt hat, das ist bei Gott, sondern der Allmächtige. Das ist so, ja, so ist das, der Allmächtige. So ist unser Gott allmächtig. Ich möchte noch einmal klar machen, was das bedeutet, weil wir das auch nicht fassen können. Ich würde die Welt können wir nicht fassen. Auch Allmächtigkeit zu tun, Gott, das können wir nicht fassen. Mich fasziniert das Weltall. Nicht erst seitdem ich die Erwachsenen-Enterpreis gesehen hatte, sondern auch seitdem ich angefangen habe, so das Bild mal zu beschäftigen und zu wissen, welche Entfernungen im Weltall sind. Ich habe das bereits darüber gesprochen. Wir leben ja in unserer Galaxie hier in der Milchstraße. In der Milchstraße gibt es etwa 300 Milliarden Sterne. Nur in unserer Galaxie. In unserer Galaxie hat einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren. 100.000 Jahre wird uns nicht zu bewegen lassen. Ich glaube, das ist unsere Galaxie. Als ich angefangen habe, mich für so Astrologie zu beschäftigen, an diesen Christianen, da wurde gesagt, es gibt etwa noch 50 Milliarden weitere Galaxien. Neben uns noch 50 Milliarden. Jetzt sind die mittlerweile die Forscher bei 150 Milliarden Galaxien. Die sich meinen zu schätzen, die es neben unserer Galaxie noch gibt. Doch bei unserer Galaxie hat allein 300 Milliarden Sterne. Und daneben gibt es noch. Ich weiß nicht, 100 oder 150 Milliarden, keine Ahnung. Und dann ist es so, das Weltall dreht sich da aus, das ist ja geschlossen. Was gibt es denn danach nicht? Und jetzt weiß ich eines. Diese ganzen Milliarden über Milliarden Sterne und Galaxien, die es gibt, von unserem Herrn und Gott, durch ein Wort geschaffen wurde. Und gesprochen, dann waren die Sterne da. Und wenn ich das glaube, ich glaube auch vertraue, dass dieser Gott so Himmel und Erde gemacht hat, mit einem Wort, dann habe ich überhaupt keine Probleme daran zu vertrauen, zu glauben, dass es überhaupt möglich ist, dann lohnt es sich wieder in einem Kurs zu gehen. Es ist Gott nichts unmöglich. Deshalb frage ich, sollte Gott etwas unmöglich sein? Nichts ist gegen Gott. So offenbart sich Gott dir ganz deutlich, dass du weißt, wie der Gott von Herrn Jesus Christus der dich liebt hat. Dem ist nichts unmöglich. Es ist ganz wichtig, dass mit dieser Offenbarung Gottes, dass wir alle Möglichkeiten haben. Alles, was wir denken können, übersteigen, dass wir das wirklich glauben. In Markus 9 ist eine Geschichte, wo jemand zu den Jüngern kommt und die Bitte zu den Sohn heißt, zum Beispiel, ich schaffe es wieder nicht, dass es zu Jesus geht. Dann setzt sich dieser Mann, dieser Vater mit Jesus auseinander und sagt, ja, wenn du kannst, nicht, wenn du etwas kannst, Jesus, so erbarme dich in unserem Schild. Wenn du etwas kannst, dann antwortet Jesus, du sagst, wenn du kannst, dann kommt es. Alle Dinge sind möglich, die du in deinem Glauben. Sogar in der Tat des Kindes, ich glaube, ich kann es nicht. Bist du nicht mal, dass unser Gott und Herr allmächtig ist? Denn die Tunst Anteil an dieser seiner Allmächtigkeit, wenn wir daran lange glauben, ganz fest vertrauen. Wisst ihr, wir haben keine Probleme. Ganz gleich, was euch angeht. Eure Krankheit, eure finanziellen Probleme. Eure Schwierigkeiten in der Ehe, die beruflichen Sorgen, das ist alles klar, gar kein Thema. Aber es gibt einen, der euch in seinem Leben berufen wird. Das ist der allmächtige Gott. Und wenn ihr ihm glaubt, ihm vertraut, dann wird final alles gut. Ich sage nicht, dass deine Krankheit am Morgen geheilt ist und dass man für sich übermorgen die Überweisung von irgendwo herkommt und was weiß ich, in einer Woche, dann bin ich wieder ganz gut am Platz, das sage ich nicht. Aber ich sage,
Gott möchte dir angesichts der Zeit, die noch spielt, keine Sorgen und das hat einer von dass er da ist, dass du dich nicht zu sagen kannst. Ich möchte dir nicht mit schweren Sorgen kommen, die diese Angst und Folter erwartet, die von sich allen annehmen und nicht, dass du diese Allmächtigkeit Gottes kannst. Da heißt es, Bürger, die im Bild des Bösen sind und unter dem Gedanken des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg. Gott auf dich. Das möchte ich dir sagen, angesichts deiner Probleme, deiner Sorgen und Schwierigkeiten. Bleib unter den Bestimmungen des Allmächtigen. Keine irdischen Möglichkeiten sind begrenzt, wie die irdischen Möglichkeiten des Gegenwärts. Aber es gibt einen für dich, keine irdischen Begrenzungen. Für dich ist nichts unmöglich. Unser allmächtiger Gott und Vater ist dein Heiliger Geist. Bleib und das Berge noch still hat, so kam zu dir. Und final wird Gott alles geben. Glaube, liebe Tochter und Geschwister, heißt es, glaube heißt, sich geborgen zu sein in der Hand des allmächtigen Vaters. Glaube heißt, sich geborgen zu sein in der Hand des allmächtigen Vaters. Uns kann nichts passieren, weil er den Himmel und die Erde geschaffen hat, für uns da ist, weil er uns liebt. Selbst der Tod wird uns nichts anhaben können, weil er für uns den Tod verwundet hat. Halleluja, wir haben einen allmächtigen Gott. Abrahams größte Sorge, die wir haben, die wir nicht mehr abkommen haben, nicht zu behaupten, ja, all den Blödsinn gemacht, die irdischen Dinge nicht, dann lässt es unserer Magen ein und dann kriegt er mit dir schon so, aber das ist gar nicht das Verheißen, das sind all die Probleme, die Leute vorne im Orient erleben, die haben gar nichts zu tun. Ja, genau damit zu tun, dass Abraham nicht geschaut hat, aber alle uns das, was Gott verheißen hat, sondern gedacht, ich muss man selber mein Schicksal in die Hand nehmen, muss man so ein bisschen drehen und selber zu Abraham schauen. Vertraut es auch. Dass unser Herr Gott der Allmächtige euch in seinem gnädigen Händen ihr seid geborgen, euch kann nichts passieren. So wie sich Gott um die Sorge Abrahams bei uns gekümmert hat, so kümmert sich Gott auch um unsere Sorgen und uns bei uns. Und ihm ist kein Problem zu spüren, zu groß oder zu kompliziert. Er ist der Allmächtige. Er schiebt nach uns die Ehre in den Wind. Und genauso kümmert er sich auch um uns. Das zeigt uns doch heute Morgen noch einmal die feine Allmächtigkeit, ganz speziell für deine Situation. Nicht als etwas, was du doch wahrlich aus Wirklichkeit anerkennen sollst, du bist der Partner mit der Wahrheit, sondern zu sagen, es geht um deine spezielle Situation. Es gibt einen allmächtigen Gott, der dich geliebt hat, der für dich da ist, der mit dir geht. Und in seinen Händen bist du geworden. Die Allmächtigkeit Gottes ist das Zweite, was uns dir gefallen wird. Und das Dritte, was wir offenbart bekommen, ist das Buch der Dreieinigkeit Gottes. Es sagt sauber, Gott ist aber nicht mit dem Tier des Feldes und zwar bei der Arbeit in seiner Arbeit und wird gefragt, dass es daran nicht mit ihm nach dem Kopf weiß und darum lacht und dann ist es selbst verstrahlt. Nur nicht gehalten, sondern ich habe den Mut und Mut mit meinem Alters Vorwand. Sie begreifen es nicht. Sie begreifen es nicht. Sie sind da nicht gebricht. Sie sind nur in ihrer eigenen Situation und aus ihren eigenen Berechnungen. Den allmächtigen, dreieinigen Gott nicht durch die Ordnung kommt, sie wird es nicht ganz nicht begriffen. So wie Abraham, Kapitel, das wir nicht begriffen haben, und so wie wir es mit ihm meistens ja nicht gefallen haben, die Gott sind. Jetzt könnte man sagen, ah, böse Grüße Sarah, böse Grüße Abraham, heilig oder böse Grüße dir, nein, aber das hat zu tun, dass wir Gott nicht begreifen, in dieser Weise Unbegreiflichkeit. Gott ist unbegreiflich. Religion ist unbegreiflich. Ich habe das eben schon im ersten Punkt gesagt. Wenn die Leute sagen, ich verstehe es nicht, weil das der Gesellschaft hat, ich würde das auch nicht verstanden. Du kannst ein bisschen annähern, beschreiben, wie es die Bibel hat. Das ist schlimm. Aber da, als jetzt Leute, du kannst ein großes Geheimnis wissen, was auf nur so ansatzweise versteht, aber du kannst das nicht. Und das ist nicht so kleiner Pastorat, ich das auch nicht. Also ich kann euch das erzählen, was man nicht tut. Aber ich kann es nicht verstehen, wie drei andere sind. Aber so war es nicht. Unbegreiflich. Auch ich nicht kann, dass Gott im Himmel gibt, dass das kein Einfach und kein Ende hat. Denkt mal gleich darüber nach. Ewig kann. Es ist unbegreiflich und Gott ist nicht ohne Allmacht, dass es nichts zu tun ist. Weißt du, noch einer meiner Lehrer, den ich eigentlich gut leiden konnte bis zu dem Moment, wo er das Wort des Allmachtsparadoxes vor sich gebracht hat, gesagt: Ja, der war Atheist nicht, wie er gesagt hat. Wenn ich dir jetzt mal erkläre, warum es kein Gott gibt, ich bin jetzt ein Gott, der überhaupt nicht, dann könnte er keinen Stein schaffen, aber ich könnte keinen Stein schaffen, den ich selber hochkommen kann. Nicht? Keinen Stein schaffen, den er kann,
Das ist so. Gott kann alles. Aber wir können es nicht begreifen, dass wir tun. Wir können all das Gottes nicht begreifen. Und das ist das auch, was die Bibel sagt. Der sagt hier auf 36, Gott ist groß und unbegreiflich. Oder Psalm 21, 40. Gott ist groß und von großer Kraft und unbegreiflich ist, wie er mir erklärt. Also, wenn hier mal jemand kommen würde und würde sagen, dass er das ist ein Theologe, dass er denkt über Gott nach, da ist mal die erste Erkenntnis, die sie über Gott haben. Dann wird das für mich eines der ersten, die wir erleben, der liebt die Gott zu mir und ist daher Gott zu bekannt. Ich kann mich nicht wirklich verstehen. Ich bin jetzt ein paar Tage schon dabei, der ich Theologie betreibe und ich auch ein bisschen mit der Bibel beschäftigen darf. Und glaubst du bitte alles, ich habe einiges verstehen, dass ich den Namen Gottes. Aber als ich mich immer klarer geworden bin, Unbegreiflichkeit dieses allmächtigen Gottes, inklusive mir nichts für unsere rechten Verstand. Als ich Student gewesen bin, habe ich eine Zeit lang mit einem Englischen durch das zusammengebracht, der erste Kapitel, der war in Himmel. Und da habe ich in seinem Zimmer, habe ich dann so alle möglichen Menschen, und alle möglichen Götter auch, und die Lust, die hat über 100 Millionen Götter. Gerade wenn sie die Götter empfinden, nicht so auf einen Gerät, so mit dem Hand geköpft, mit 1000 Rüsten, was der macht, wo der herkommt, die Lust ist noch alles nicht. Der hat es dann ja nicht mehr so ein Patent, wie so um 12 Millionen, dann geht die Autos weg, und die Kerzen und sowas. Denn trotzdem waren die Götter irgendwie. Nicht mehr hier, wir sind die Geschöpfe, wir sind keine Schöpfer, nicht mehr hier. Die einzelne Ewigkeit, dann werden wir hier. Aber hier ist das ein kleines Abbild. Wir können ihn nicht betrachten. Das ist das, was wir wissen müssen, auch in der Theologie betrachten. Und vor nichts von den Leuten zu kommen und sagen, jetzt sage ich dir mal, das ist Gott, ich habe ihn hier bei mir in der Schachtel, und das ist der Punkt, wie kann ich dir alle Klasse darstellen. Also dann bist du jetzt ganz weit weg von Barbara Gottes gekommen. Weil Barbara, der große Theologe aus dem letzten Jahrhundert, hat einmal einen ganz wichtigen Aussatz geschrieben, als Gottes Leben sehr knapp vom Papa gehalten. Das heißt, das Wort Gottes, außer das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie. In diesem Ausland steht der drei größten Sätze, als es in Tante Kies und Sinn dieser Hof. Der erste ist auf Glauben, wir als Theologen sollen von Gott leben. Aufgabe des Passes. Zweite Satz, wir sind aber Menschen und können nicht von Gott leben. Das war zweite Satz, wir können von Gott nicht leben. Weil das macht dann deutlich, dass unser Haus nicht so groß und allmächtig ist, weil er alles überschreitet. Am Tag da, darum geht es uns aber sein, wir sollen beides unser Sollen, also von Gott sprechen, und unser Nicht-Können, also dass wir es gar nicht schaffen, wissen, und damit Gott die Ehre geben. Und so, alles andere ist gar nicht im Widerspruch, oder ganz genau nicht. So ist es, Gott ist so groß, den können wir gar nicht fassen. Es ist unbegreiflich. Gott lässt sich nicht begreifen. Du lässt dich nicht begreifen, wie das Weltall gemacht hat. Denken Sie nur mal, wie wird das Weltall sein? Das ist ganz beschäftigt, das ist eine Schöpfung, können Sie nicht begreifen. Denken Sie, wenn Sie nicht mehr glauben, können Sie nicht begreifen. Denken Sie über die Trinität nach, können Sie letztlich nicht begreifen. Denken Sie über seine Allmächtigkeit nach, können Sie nicht begreifen. Aber wissen Sie, was das Unbegreiflichste ist an diesem Gott? Das absolut Unbegreiflichste an diesem Gott ist, dass er der Heilige und Ewige Mensch wird und für mich in der Sünde auf Golgatha steht. Aber alles andere vorher, das kriegt mir auch sehr durch die Geschmack. Aber diese grenzenlose Liebe, dass er uns seinen Sohn schenkt in Christus Jesus und in seinem Sohn selber steht, das kriegt man nicht auf die Hand. Das kann man sich nur durch den Heiligen Geist schenken. Wisst ihr nicht nur, was Sarah und Abraham den Herrn Sohn verheißen und kriegen ihn geschenkt? Nein, Halleluja, wir alle haben einen Sohn geschenkt, nämlich den Sohn Gottes. Er ist für uns Mensch geworden und ist für unsere Schuld gestorben. Dankbar annehmen, dieses riesige Geschenk der Liebe, und ich immer wieder neu davon ausgehen. Wenn wir nachher Abraham haben, dann dürfen wir zu sagen, über dieses Geschenk, über dieses unbegreifliche Geschenk nachdenken, was Gott uns auf Golgatha getan hat. Was er mir getan hat und was er mir getan hat. Das ist einfach unbegreiflich. Ganz unbegreiflich ist es, dass der Abraham und Sarah im hohen Alter eben das Papier schließen. 3 wundervolle Offenbarungen in diesem Text. Erstens, die Heiligkeit Gottes wurde uns offenbart. Zweitens, die Allmächtigkeit Gottes wurde uns offenbart. Und drittens, Unbegreiflichkeit Gottes wurde uns in diesem Text offenbart. Ich möchte dir auch durch die Kirche lehren, dass das, was die gehört und verstanden haben, was Gott ihnen offenbart hat, dass sie das annehmen können für die Jugend, dass sie nicht damit ausrichten. Möge der Herr das Segen dieser Predigt als eine und jede Kirche sehen. In der Bibel ist das Allmächtige Gottes viel, viel höher als alle unsere menschlichen Vernunft. Er bewahre uns, dein Maß, dein Segen, Christus.